schön kann der Pokal doch sein. Erste Runde in Illertissen, direkt vor der Haustür zahlreiche Fans, die sich angekündigt hatten und dazu noch bestes Fußballwetter. Jetzt musste die Leistung unseres Teams stimmen gegen den Viertligisten. Aus Illertissen machte sich unsere Mannschaft aber gleich mal auf, für klare Verhältnisse zu sorgen. Das hier ist die dritte Minute und in der ersten Aktion der Partie zeigte sich gleich mal, wen es heute zu überwinden galt. Beste mit einem schönen Solo, einem guten Abschluss, aber eine noch bessere Parade von Michael Wagner. Der Mann aus der Bayern Akademie zeigte, dass es für ihn ein durchaus guter Tag werden könnte. Sein Gegenüber das erste Mal nach einer knappen Viertelstunde gefragt. Die Situation eigentlich schon durch, aber dann nimmt sich Boyer mal ein Herz und Vitus Eicher muss zum ersten Mal ran. Durchaus unkonventionell, wie er den rauskratzt. Aber am Ende ist das Ding nicht drin und das ist, was zählt. Nur 2 Minuten später ging es wieder in die andere Richtung. Mainka gewinnt das Kopfballduell. Der Ball landet bei Chomalla und der schickt Christian Kühlwetter auf die Fahrt. Der wird aber noch entscheidend nach außen abgedrängt. Und deswegen muss er den aus spitzem Winkel probieren. Wieder kann Wagner parieren. Danach passierte nicht mehr allzu viel im ersten Durchgang. Und deswegen ging es mit einem 0:0 in die Kabine. Es wartete ein hartes Stück Arbeit auf unsere Mannschaft. Frank Schmidt wechselte, brachte unter anderem den Neuzugang Beck. Der brachte den Ball hier auf dem Kleindienst. Und den muss er doch eigentlich machen, denkste. In der 56. Minute die nächste Megaparade von Michael Wagner. Die daraus resultierende Ecke. Beste bringt den Ball rein und dann ist auch Wagner geschlagen. Denn Patrick Mainka, der Kapitän, machte das 1:0. Und da fiel dem einen oder anderen der 1500 mitgereisten FCH-Fans schon ein Riesenstein vom Herzen. Da konnte Wagner nichts mehr machen. Das 1:0 in der 57. Minute. Unsere Mannschaft von nun an auf der Siegerstraße und dementsprechend auch mit ein bisschen mehr Platz vorne. Kleindienst auf den ebenfalls eingewechselten Florian Pick und der schon mit seinem zweiten Aluminiumtreffer in der laufenden Saison. Das Ganze in der 78. Minute. Vielleicht wollte er es da ein bisschen zu genau machen. Und die Genauigkeit, die fehlte in dieser Aktion. Denn hier wurde es tatsächlich einmal richtig gefährlich. Auf der Linie klärt der FCH in der 80. Minute gegen Pöschel das aus kürzester Distanz. Der Gegenangriff bestrafte die Chancenverwertung des Underdogs dann eiskalt. Pick zwar mit dem Doppel-Alu in dieser Saison, aber auch mit der Doppelvorlage. Sein zweites Ding schon dieses Mal auf Beck, der den Deckel drauf machte. Und so zog unsere Mannschaft am Ende verdient in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Ich glaube, am Ende kann man erleichtert sein. Zufrieden können wir nicht sein, weil wir es uns selber schwer gemacht haben. Aber im Pokal, wir sind eine Runde weiter. Ich glaube einfach, dass das 2:0 so der Killer war für die. Da hatten sie vorher noch das 1:1, dann ist es oft, oder die Chance auf das 1:1. Dann ist es oft so, dass so ein, ja, diese Euphorie oder der Frust von der vergebenen Torchance hinten dann zu vielleicht Leichtsinn führt und dann machen wir das 2:0. Dann war das Spiel quasi durch. Aber ich glaube nicht, dass es ein konditioneller Vorteil war. Klar sind wir immer topfit, aber am Ende war es einfach wichtig, dieses 2:0 und das Ding quasi zuzumachen.